geehrte Damen und Herren, als Initiator dieses heutigen Konzertes und Leiter des Johann-Josef-Fuchs-Konservatoriums in Graz, darf ich Sie ganz herzlich zum heutigen Konzertabend des Landesjugendsinfonieorchesters Steiermark, aber ich freue mich ganz besonders auch, des Jugendstreichorchesters Enztal hier in Schladming begrüßen. Es ist ganz wunderbar, dass diese Truppe aus dem Enztal mit Schülerinnen aus Gröbing, Schladming und Murau das heutige Konzert beginnen wird und auch bereichern wird. Und vielleicht setzt ja dann auch das Landesjugendsinfonieorchester Steiermark den einen oder anderen jungen Geiger, Cellisten, wie auch immer hier ist, auch immer Flo ins Ohr, vielleicht hier auch mal mitspielen zu wollen. Wir haben nach einem längeren Umbau, da möchte ich dann mehr erzählen und länger mich an Sie wenden. Ich möchte jetzt nur eines sagen, zwei Dinge noch. Einerseits im Programm gibt es zwei Umstellungen. Wir werden beginnen, das Orchester, mit Amazing Grace von Newton und dann kommt die Ouvertüre zu Wilhelm Tell. Und auch das Landesjugendsinfonieorchester hat sich zu einer Umstellung des Programms entschlossen. Das heißt, das wird dann mit Tschaikowski beginnen und dann kommt Franz Schubert. Dieses Orchester steht unter der Leitung von Roman Kainz. Roman Kainz ist auch Mitglied unseres Landesjugendsinfonieorchesters-Gremiums und er hatte die wunderbare Idee, nicht nur hier nach Schladming zu kommen, sondern auch dieses Orchester, das er auf die Beine gestellt hat, hier an den Beginn zu stellen. Dann genießen wir gemeinsam die Obersteirische Jugend und die beiden Stücke, die sie uns jetzt präsentieren werden. Thank you.